begrüße euch zu einer neuen Seelenpartnerlegung. Heute sind wir wieder mit der männlichen Seite dran. Ich ziehe schon mal eine Hauptenergie aus dem Tarot. Ich werde dann erstmal was zur Legung sagen, bevor wir zur eigentlichen Legung kommen. Die Hauptenergie ist der Herrscher. Werde ich gleich schon mal mehr zu sagen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal was zur Legung. Um diese Karte drumherum lege ich ein bestimmtes Legesystem, das die Energie von dir, wenn du hiermit in Resonanz gehst, einfach nochmal deutlich mehr differenziert, wir deutlich mehr sehen, welche emotionalen Dynamiken sind da gerade bei dir quasi am Start. Ich werde zuerst das komplette Legesystem auslegen, etwas zu den Grundbedeutungen und zu den Positionen der Karten sagen. Und wenn alles liegt, dann fangen wir an zu deuten. Und dann ziehe ich auch für die ein oder andere Karte noch Karten aus dem Lenormand, um es etwas mehr zu klären oder zu differenzieren. Wenn alles fertig ist, ziehe ich noch eine Karte für die Beziehungsenergie, die momentane zwischen dir und deinem Gegenüber. Auf diese Karte gehe ich in der weiterführenden Legung ein. In der weiterführenden Legung werde ich dann eine Beziehungslegung legen. Ich werde eine Seite für dich legen, eine für dein Gegenüber, jeweils mit der das Bewusstsein prägenden, der emotionalen und der Heilungsebene. Auch noch schauen, wie entwickelt sich die Beziehungsenergie potenziell weiter. Und eine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere ziehen. Der Link ist in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den Kanalmitgliedschaften und zu den privaten Legungen. Und jetzt würde ich sagen, lehn dich zurück, guck, dass du das Ganze hier gut wirken lassen kannst und gut spüren kannst, ob das deins ist oder nicht. Der Herrscher steht im Großen und Ganzen für das männliche Prinzip im Tarot, die Herrscherin dann fürs weibliche. Und hier haben wir aber natürlich jetzt den Herrscher liegen. Der Herrscher kann für dich stehen, es kann mal eine andere Person mit drin sein, das werden wir aber sehen. Wir haben es mit dem Herrscher im Großen und Ganzen mit was Aktivem zu tun, was Strukturierendem, was Ordnunggebendem. So, kurze Unterbrechung. Es tut mir leid, aber jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir einmal den Herrscher liegen und jetzt kommen wir zu dem Rest des Legesystems. Ich ziehe eine Karte aus dem Tarot, eine weitere, die Energie, die hier hinzukommt. Da haben wir den Buben der Münzen. Der Bube der Münzen kann für inneres Wachstum, innere Reife stehen, kann aber auch dafür stehen, dass sich eine Gelegenheit bietet. Ich werde jetzt in die Ebene gehen, welche Energie ist bei dir gerade am präsentesten, wie zeigt sich deine Lebenssituation am präsentesten, beziehungsweise was ist gerade, möchte gerade am meisten gesehen und auch integriert werden. Da haben wir das Ass der Stäbe, die Chance auf einen emotionalen Neustart im Element der Leidenschaft, im Element des Feuers. Das muss nicht nur romantische Leidenschaft sein. Wir haben es hier grundsätzlich mit dem Feuerelement zu tun. Das heißt, die Impulse ist eine sehr körperliche Energie. Und wo man einfach merkt, oh, hier habe ich das Feuer oder ich kann aus meinem Feuer rausleben. Und beispielsweise nicht aus meinem Kopf. Dann haben wir die Energie, die so langsam aus deinem Feld rauszieht. Da haben wir die 10 der Stäbe, die steht für Belastungen, auch mal Belastungen, die ad acta gelegt werden wollen oder auch ad acta gelegt werden. Dann haben wir das Ass der Münzen, was so langsam immer mehr in dein Feld reinzieht. Die Energie kommt so immer mehr. Ass der Münzen ist die Chance, beispielsweise auf eine Lebenssituation, die sich bietet, aus der sehr viel erwachsen kann, kann aber auch noch für andere stehen, wir werden sehen. Deine das Bewusstsein prägende Ebene sind die 10 der Kelche, die Beziehung, eine sehr glückliche Beziehung, beziehungsweise eine sehr, sagen wir mal so, eine sehr erfüllte Beziehung, aber die hat schon sehr viel auch mit Glück zu tun. Hier treffen sich zwei, die selbst in sich erfüllt sind und emotional gut beieinander sind. Und dann zusammen was Wunderschönes weiteres erschaffen können. Die emotionale Ebene, da haben wir die 7 der Schwerter. Da ist die 7 der Schwerter stehen für ein nicht ganz transparentes Handeln. Dann kommen wir zu der Position, der Heilungsposition. Da haben wir die 2 der Stäbe. 2 der Stäbe für zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, die es gibt, wo man sich von der Grundbedeutung der Karte her
für noch keine richtig ausgerichtet hat. Es kann schon sein, dass man sich zu einer Möglichkeit sehr hingezogen fühlt, aber den entscheidenden Schritt nach vorne noch nicht gegangen ist. Das ist hier auf der Heilungsebene. Und die potenzielle Weiterentwicklung ist der König der Stäbe. Kann für dich stehen, kann für wen anders stehen, für Männlein, potenziell auch für Weiblein. Eine Person, die sehr zentriert in dem Element Feuer steht, in dem Element der Leidenschaft. Es ist eine Energie, wo man von einem ziemlich großen Standing sprechen kann. Leute, die sehr geerdet sind und die dann auch ordentlich mal einen reinen Tisch machen können, zum Beispiel. Ne? Also das könnte für den König der Stäbe stehen, beziehungsweise haben wir hier diese Form der Energie erstmal. Aber jetzt kommen wir überhaupt erstmal ins Deuten. Ich komme erstmal zu der Hauptenergie, der Herrscher und der Bube der Münzen. Ich nehme den Herrscher. Oh, ich nehme den Herrscher, ist deine Energie. Und es ist wie, du sammelst unfassbar viel Kraft. Du bist in einer Lebenssituation, in der du irgendwie noch bist, aber du sammelst dich gerade für was anderes. Und dir ist, es ist so wie, als ob eine Situation ganz, ganz lange vor sich hingeköchelt hat in dir und sich entwickelt hat und mit allen Höhen und Tiefen und tralala. Und wir haben jetzt hier aber mit dem Herrscher dieses, und jetzt ist Ruhe, jetzt weiß ich es und es wird jetzt kommen. So ist das irgendwie. Der Bube der Münzen. Da gibt es eine Möglichkeit, die sich bietet mit dem Buben der Münzen, die du auch nehmen möchtest. Warte mal, zieh mal zwei Lenormand-Karten dazu. Wir haben das Kind für einen Neubeginn oder einen inneren Kindanteil oder ein echtes Kind. Und dann haben wir Brücken für Brücken, bauen, Brücken schlagen, auch mal Brücken einreißen. So. Nein, das ist ganz klar, da will was Neues losgehen. Du willst Brücken zu dem Neuen bauen. Das hier ist ziemlich viel Liebe drin. Ich habe auch das Gefühl, das ist definitiv deine Energie erstmal. Hier geht es weiter. Die Richtung, hier ist viel Energie hin und hier ist es auch sehr offen. Hier geht es weiter. Ne, und da wird sich irgendwie eine Möglichkeit zeigen oder du sagst, und jetzt ergreife ich die Möglichkeit, die sich mir vielleicht schon länger bietet oder wie auch immer, irgendwie so ist es. Und da geht es für dich weiter. So, erstmal mit dem Ass der Stäbe, das, was jetzt am präsentesten, ich sag's mal so, integriert werden möchte. Ne? Wir haben hier quasi ein bisschen die Mondphasen, um die Position auch gut verstehen zu können. Das hier ist Vollmond, aufsteigender Mond, absteigender Mond. Mit dem aufsteigenden Mond kommt was Neues. Vollmond ist, oh, jetzt ist hier Manifestation und so weiter und so fort. Absteigender Mond, das hier war mal auf der Vollmondposition und ist aber schon ja, integriert, zieht so langsam raus. Das Ass der Stäbe. Mit dem Ass der Stäbe denkst du nicht so viel. Und das ist auch richtig so. Du denkst nicht so viel im Sinne von, du machst dir nicht zu viel Sorgen. Es gibt nicht mehr so viel Hickhack, sondern es gibt einfach eine Lebenssituation, mit der geht es dir gut. Und diese Lebenssituation kommen zu lassen, hat dich wahrscheinlich viel Kraft gekostet. Da warst du gegebenenfalls lange mit im Struggle drin. Und hier ist aber ein, nee. Und jetzt sind die Dinge einfach so, wie sie sind. Das ist beim Herrscher schon so. Die Dinge sind so, wie sie sind. Ne? Und ist auch mal gut. Und dann kann man die auch irgendwann nehmen und diesen Punkt ist nicht mehr irgendwann, der ist eher jetzt da. Wir haben eine weibliche Energie, kann rein theoretisch für dich stehen. Jeder hat ja auch einen weiblichen Anteil in sich, kann aber auch für wen anders stehen. Da werden wir doch gleich mal gucken.
Dann haben wir das Buch für ein neues Kapitel, was ich öffnen will, ein altes, was ich schließen will. Oder auch mal Verborgenes, warte mal, oder Wissen. Du siehst in dieser, die Energie ist nicht deine Energie. Und ich nehme an, dass es dein Gegenüber ist. Du siehst unglaublich viel Potenzial. Ich habe das Gefühl, dass du die Person auch sehr facettenreich sehen kannst. Und ich muss noch einmal kurz ins Buch reinspüren. Warte mal. Ja, das ist was, was du, wo auch unglaublich viel drin ist und was ich öffnen möchte. Das möchte sich öffnen. Und das ist aber noch nicht geöffnet. Und wenn nur in Teilen. Es gibt was, was ich richtig öffnen möchte. Ne? Und hier ist der Sprung dazu quasi. Und es ist ganz viel, was dich, glaube ich, fasziniert. Und wo du an dem Punkt bist, zu sagen, okay, und ich kann jetzt auch in die Richtung gehen. So, jetzt haben wir auf der Position 10 der Stäbe, auf der Position des quasi abnehmenden Mondes, welche Energie geht so langsam raus? Die 10 der Stäbe. 10 der Stäbe ist eine sehr belastende Lebenssituation, die. Die dich viel Kraft gekostet hat, die du auch lange Zeit, glaube ich, aufrechterhalten hast und die aus deinem Feld so langsam schwindet. Ne? Es kann sein, dass es noch lange dauert, bis die ganz weg ist, das weiß ich nicht genau, aber es ist hier auf dem absteigenden Ast. Das Ast der Münzen auf der Position, welche Energie zieht so langsam in dein Feld rein? Ja, irgendwie fühlt sich das so nach dem wahren Glück an. Das Wahre, was auch in allen Teilen irgendwie stimmt. Es kann sein, dass du lange in einer Position oder in einer Situation warst, wo viel für dich so gestimmt hat, wie du das für dich auch irgendwie richtig fandst. Aber es hat nicht alles gestimmt. Und hier ist eine Situation. Hier ist so alles irgendwie. Da ist so, ist auch, sind Bereiche geklärt, die du sonst vielleicht eher immer so ein bisschen in dir ausgeklammert hast, weil die nicht so angenehm waren. Ja. Einmal das Labyrinth. Und die Masken. Das Labyrinth für den Weg gehen, den man gehen muss. Die Masken für ein nicht ganz transparentes Handeln. So, einen kleinen Moment. Ja, du musst keine Masken mehr tragen, ne? In einer vorherigen Lebenssituation, da konntest du dich nicht komplett so zeigen, wie du fühlst. Das ging nicht. Weil da zu viel auf dem Spiel stand, du zu viel kontrolliert hast, gehalten hast, die Dinge nicht laufen lassen konntest, weil diese sonst auch nicht so funktioniert hätten, wie du es gerne wolltest oder irgendwas in die Richtung. So fühlt sich das an. Und hier ist ist der Weg aus dem, ich zeige mich nicht ganz präsent raus. Und ein, ich zeige mich präsent, weil in der Situation mit dem Ast der Münzen das überhaupt nicht erforderlich ist. Dass du dich nicht präsent zeigst. Du kannst dich so zeigen, wie du bist. Das bringt die eine neue Lebenssituation mit sich.
Ne, und jetzt muss ich bei allem wieder dazu sagen, du bestehst aus vielen Aspekten, vielen Anteilen. Hier haben wir einen Bruchteil davon liegen, der kann sich sehr groß anfühlen. Es kann auch ein kleinerer Bruchteil sein, indem du aber einen großen Schritt nach vorne machst. So, die 10 der Kelche auf der das Bewusstsein prägenden Ebene. Das ist Beziehungsglück, ne? Das ist Beziehungsglück, was da ist, was so ein bisschen deine Gedanken und dein Handeln auch leitet. Wir haben hier den Turm, für einen Rückzug kann der stehen, für Unterschiedliches, wir werden sehen. Und dann haben wir mit dem Brunnen Hoffnung und tiefe Gefühle, die so langsam an die Oberfläche kommen. Also Hoffnung kann das sein, muss es nicht. Warte mal. Also der Turm sind die ganz, ganz tiefen Beziehungsgefühle. Ich nehme da eine ganz tiefe Liebe wahr. Ja, habe ich gerade Turm gesagt? Der Brunnen, ne? Mit dem Brunnen. Ganz tiefe Klarheit, die bei dir an die Oberfläche kommt. Und mit dem Turm nehme ich auch eine Abgrenzung wahr gegenüber Altem. Und eine Öffnung gegenüber Neuem. Mit dem Turm distanzierst du dich, aber du distanzierst dich nicht von deinem Gegenüber, sondern du distanzierst dich von Altem. Und du gibst dem Neuen dieser Beziehung Raum. So. Die 7 der Schwerter auf der emotionalen Ebene. Ja, die 7 der Schwerter sind so, eigentlich bist du sehr erfüllt in dir und du behältst diese Erfüllung auch für dich. Es ist so, ist sehr, sehr ähnlich wie die Herrscherenergie. Ich meine, du bist ja auch eine Person, das wird schon alles irgendwie zusammengehören, ne? Und dann sind die Energien auch ähnlich. So dieses in mir drin weiß ich schon, was richtig ist. Und im Außen ist noch was, das wird jetzt noch geklärt. Und dem zeige ich mich dann präsent, wenn ich das gerne möchte. Ne? Und da haben wir hier oben auch den Weg aus der Intransparenz insbesondere raus. Ziehe nochmal 2 Karten. Das Schiff für ein Weiterziehen oder auch Sehnsucht. Und die Lilien für Frieden, Harmonie oder mal ein Familienthema. Nein, das Schiff kennt seinen Weg. Das Schiff kennt seinen Weg. Das hier ist eine ganz erfüllte Beziehung. Da bist du auf dem Weg hin. Das möchtest du auch, das spürst du auch. Und die Lilien sind ganz stark die Energie, die diese Dame auch inne hat. Da nehme ich die Energie wieder hinter wahr. Das steht hier für mich schon für eure Seelenpartnerschaft. Die Heilungsebene mit den 2 der Stäben. Ja, du kannst den Zustand auflösen, ne? Also allein dadurch, dass die auf der Ebene liegen, sagt es das auch eigentlich schon. Aber mein Gefühl dahinter ist das auch. Du kannst einen Zustand, in dem du weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie so ganz richtig dann gehen konntest oder mit vollem Herzen, kannst du auflösen, weil du aufhörst, zwischen den Stühlen zu stehen. Voilà. Wir haben den Reiter für ein Vorwärtsgehen, für ein in die Dynamik kommen. Und dann haben wir den Berg und, sage ich gleich dazu, vor meinem inneren Auge ist der keine große Hürde mehr. Ne? Der Berg steht für Hindernisse, aber die werden so durchsichtig, beziehungsweise erkennt man in dem Berg die Teile, die zu dem eigenen Leben dazugehören und dass man die Macht und die Kontrolle hat. Und mit den Dingen umgehen kann.
Ja, und da geht man immer mehr in die Dynamik und geht mit den Dingen um, die vorher noch blockiert haben. Die potenzielle Weiterentwicklung mit dem König der Stäbe. Ist auch deine Energie. König der Stäbe ist deine Energie und es ist ein in dir selbst einfach straight und absolut auch klar sein. Es ist die Weiterentwicklung von dem Ast der Stäbe. Das Ast der Stäbe ist ein, und es ist jetzt für mich so, dass ich die Dinge fühle, wie sie fühle. Hier war es aber vielleicht noch nicht so dolle so. Und hier ist es, hat sich das in mir sehr gesetzt, sehr gelegt, das Gefühl. Und natürlich folge ich dem, wie ich selbst die Dinge fühle und wie ich selbst die Dinge für richtig empfinde. Mit dem, wie ich jetzt aufgestellt bin. Ja, so, das einmal deine Legung. Jetzt ziehe ich eine Karte für die momentane Beziehungsenergie. Da haben wir die drei der Münzen. Die drei der Münzen sprechen bei mir in den Legungen meistens von einer bestimmten Form der Beziehungsenergie, eine bestimmte Ausrichtung in der Beziehungsenergie. Kann auch mal für etwas Großes schaffen, was man geschafft hat. Von daher kann ich da jetzt nicht mehr zu sagen. Werden wir in der weiterführenden Legung sehen. Link ist in der Infobox. Freue mich sehr, dass du da warst. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das unterstützt den Kanal immer sehr. Und dann würde ich sagen, entweder bis gleich oder bis hoffentlich bald.